Es ist mal wieder Sonntag, Freunde, und ich habe für euch eine neue Folge von meinem RuneScape Progress am Start. Heute werden wir zwar nicht ganz so viel für Equipment ausgeben, aber wir werden das Equipment ein bisschen verwenden und vor allem werden wir hier und da vielleicht noch einen 99 erzielen, wer weiß das schon. Auf jeden Fall würde ich sagen, wenn euch das Video gefällt, vergesst nicht eine Bewertung dazulassen, ein kleines Kommentar zu schreiben und natürlich den Kanal zu abonnieren, wenn ihr neu seid. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß! So, ich konnte nun Greater Ricochet kaufen. Ich musste aber im Preis deutlich nach oben gehen, weil der deutlich höher ist. Der ist jetzt bei 1,44 Billionen. Ja, und somit aktivieren wir das jetzt. Schalten die Fähigkeit frei. 1,44 Billionen sind einfach gone, na? Ich hatte vorhin eine Value hier von 3,7 Billionen und es ist einfach gone. Es ist einfach gone, aber es gibt zwei Gründe, warum ich das jetzt gemacht habe. Erstens, ich glaube, dass auf Dauer Greater Ricochet besser ist, als den Saren Godbow Special Attack zu haben. Das glaube ich wirklich. Ich muss jetzt dann einfach nur noch gucken wegen den Perks, weil da gibt es ja, glaube ich, auch noch Perks, die das verstärken. Und ich bin mir da ziemlich sicher, dass dann Greater Ricochet tatsächlich um einiges besser ist. Und zweitens ist halt einfach der Gedanke dahinter auch, dass ich jetzt... Wait, warum schaltet das da nicht automatisch um? Hier. Oder so. Dass ich jetzt halt mit Greater Ricochet auch die Weapon Switch Scheiße nicht mehr machen muss, was auch wieder etwas gemütlicher ist. Denn um den Saren Godbow Special Attack zu machen, muss ich obviously auf den Saren Godbow Special Attack switchen. Und das muss ich jetzt nicht mehr. Also es ist auch eine Frage von Gemütlichkeit. Und der dritte Grund, das ist aber ein sehr persönlicher Grund, ist einfach, weil ich ja, ihr wisst es ja, ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht habe mit Hackern. Und ich mir einfach nur dachte, hey, wenn du dir Greater Ricochet gekauft hast, kann selbst ein Hacker dir das nicht mehr wegnehmen. Mag vielleicht ein trivialer Grund sein, aber es ist nun mal so. Und wenn ich jetzt hier Greater Ricochet drauf benutze, dann ja, ist das eigentlich eine huge Ability. Vor allem bei Single-Target-Damage kann die ja wirklich ordentlich reinstriken. Das funktioniert jetzt bei dem Dummy natürlich nicht gerade am besten. Aber generell, ja, muss ich sagen, ziemlich zufrieden damit, die Ability jetzt zu haben. Und ja, ich glaube, damit können wir jetzt wirklich auch die stärkeren Bosse angehen, ne? Letztendlich. Es ist so lovely. Es ist zwar kein Plattenpanzer des guten alten, wie heißt der nochmal, Torwart. Aber Panix-Handschuhe, die finde ich auch sehr, sehr nice. Das war jetzt auch gerade mein letzter Kill of the day und das reicht mir jetzt gerade auch. Ich bin mal wieder ein bisschen so Max gegangen, das habe ich super lange nicht mehr gemacht. Ich habe auch rausgefunden, warum, weil ich finde es ein bisschen annoying, dass sein Defense-Level so hoch ist. Ich glaube, ich muss mal gucken, da gibt es sicher auch Möglichkeiten, wie man das ein bisschen umgehen kann, damit man ihn ein bisschen mehr hittet. Aber generell, Greater Ricochet ist halt super OP, auch bei Dex. Und ja, wir haben einen weiteren Loot von ihm. Ich weiß jetzt gar nicht, wo haben wir denn Nexi Boy? Ich habe keine Ahnung, was die Drop Rate bei Nex ist. Wirklich nicht. Aber die kann nicht so hoch sein, denn das haben wir jetzt 85 Kills und yo, es ist einfach Double. Als ob ich das schon zweimal bekommen habe. Ey, hätte ich lieber nochmal einen Torwart-Plattenpanzer gehabt, wenn du mich gerade so fragst. Aber, nee, generell, ich bin sehr zufrieden mit Nex. Ist auf jeden Fall ein Boss, den ich ein bisschen im Auge behalten muss und wahrscheinlich auch öfter mal hingehe. Vielleicht nächstes Mal mit der Blutrausch-Aura dann. Dann könnten wir auch vielleicht schon ein bisschen mehr hätten. Aber cool, Pernix-Handschuhe, ne, hier sind noch Subjugation-Handschuhe, wir haben ja zwei Onyxe, das Loot-Tab, das füllt sich auch und vor allem, es war ein super lucky Trip im Sinne von den ganzen anderen Stuff, weil ich habe hier Pernix-Handschuhe, aber ihr seht jetzt hier weiter unten, da habe ich Onyx-Bolzen bekommen, okay, da steht jetzt 750, das, das zieht es wahrscheinlich zusammen, da ist noch ein bisschen was von Dings dabei. Ich lösche das jetzt auch einfach mal wieder, weil ich lösche das immer mal wieder gerne. Ein paar Onyx-Bolzen sind noch von der Rexa dabei. Aber vor allem auch zweimal ein Onyx-Bolzen-Drop von Nex. Ne? Also super gut. Super, super gut. Ach komm, ich will gar nicht großartig um den heißen Brei rum irgendwas machen. Wir aktivieren jetzt einfach diese Dinger, teleportieren sie weg und holen damit den Stufenaufstieg. Womit wir nun finally 99 in Fischen sind, was ich sehr appreciate, denn es ist ein Skill, bei dem ich einfach nur sagen kann, ich bin froh, dass ich ihn abgeschlossen habe. Ihr wisst ja, wir gehen hier langsam, aber sicher Road to Max.
Und das Double XP Weekend kann man dazu natürlich sehr, sehr gut benutzen. Aber ich bin, also ich muss halt wirklich sagen, I don't know, aber Fischen ist halt wirklich einfach langweilig. So, warte, wie komme ich eigentlich zurück zur Fischen-Gilde? Weil ich glaube, dort kann ich ja meinen Cape holen. Aber das müsste ja eigentlich hier irgendwo sein. Ich dachte eigentlich, es wäre bei diesem Boot, aber es ist nicht bei diesem Boot. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal nach kurz nach Ordoing. Oh, danke. So. Hier noch kurz die guten einen Danksagungen schreiben, Kappa. Ja, Fischen ist abgeschlossen. Also seid halt wirklich eigentlich, also vor allem auf einem Main-Account, ist das Skill halt, wofür kann man ihn brauchen? Man kann ihn halt brauchen, um ein bisschen passiv AFK Geld zu machen zum Beispiel. Dafür ist es sicher nicht schlecht, aber du brauchst eigentlich, was will bestehen? Nein, ich will aber das Cape. Wie kann ich über den Umhang? Ja, dies, das, Ah, cool. Ich drücke immer falsch. Immer drücke ich das falsch, ne? So, komm. Ja, ist es mir wert. Dies, das. Kurz Override ausmachen. So, Anpassung entfernen. Zack. Und dann können wir das hier anziehen. Und dann können wir die Anpassung auch noch entfernen. So. Ja, Fischen 99. Coole Sache, freut mich, aber wie gesagt, also ich weiß nicht genau, wofür man auf einem Main-Account wirklich Fischen 99 so richtig braucht. I don't know. Auf einem Ironman ist es wieder eine andere Geschichte, aber das Cape ist halt schon eines der cooleren, muss man sagen. Es ist schon feines Fuck. Oh, das erste Mal, ich habe was bekommen. Ich habe was bekommen bei den neuen Bossen. Ich weiß noch nicht mal, was es ist. Habe ich es aufgenommen? Ja, das hier. Savage Speedway. 22 Mil. Jo. Cool. Das sieht aus wie ein Bolzen. Ich glaube, das ist von diesem Speer so ein Teil, oder? Aber als ob das so teuer ist. I mean, what? What? Okay, feier ich. Absolut nice. Kann ich mich nicht beschweren. Ach, es ist für euch wahrscheinlich nicht so was Besonderes. Ich habe aber gerade Freude. Ich habe zum ersten Mal einen Rexor-Kill, wohlbemerkt, bei 0 in Rage geschafft, ohne einmal zu fliegen. Das hatte ich noch nie. Und der Loot ist, ja, 500k, ist acceptable. Aber, oh, no food in Rexor-Kill. Ich weiß, es ist heutzutage nichts Besonderes, ne? Man hat schon 4000 in Rage Telos-Kills gesehen, ohne dass jemand dafür Food braucht und sowas. Alles schön und gut. Aber für mich ist es ein kleines Achievement. Loot. So, kleines Achievement auf dem Main-Account. Nein, bevor ihr denkt, ich mache jetzt hier gerade Gewandtheit 99. It's not the case. Es ist nur eine Daily, die ich hier abschließe. War 10-mal so ein Run. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie viel XP das gibt. Aber so wie ich Gewandtheit kenne, sind, glaube ich, die XP-Raten relativ hoch. Und Dailies sind ja, glaube ich, auch Level-Scaling. Das heißt, mit etwas Glück kriegen wir hier so 100k XP. Das wäre super, weil dann würden uns halt schon nur noch 400k ungefähr fehlen. Jetzt sind es ein bisschen mehr als, also es sind fast 500k, so wollte ich sagen. Ja, alles in allem, ich hasse Gewandtheit. Ich finde keinen Skill schlimmer, glaube ich, in RuneScape. I don't know. Das heißt, ich will den einfach so kurz wie möglich quasi halten. Und damit geben wir jetzt die Daily ab. Und das heißt 137k sogar. Das heißt, jetzt sind es noch 336k XP left. Das kann ich auch mit den Silberfalkenfedern machen. Werde ich sehr wahrscheinlich auch. So wie ich mich kenne, werde ich mir jetzt dann was zum Skillen suchen, was AFK nebenbei geht. Uhrunit bauen. Ne, wir nehmen Bonus XP, komm. Geld haben wir ja mehr als genug, Kappa. Das heißt, ich werde mir jetzt wahrscheinlich irgendwas AFK zum Skillen suchen. Ich denke im Moment gerade an Handwerk. Ein bisschen an die Harfe sitzen, wobei ich nicht weiß, ob das ein bisschen waste ist für die Double XP. Aber dabei halt auch noch die Silberfalkenfedern wirken lassen. Dann kriegen wir 99 mehr oder weniger von alleine. Oder halt noch ein bisschen Bossen gehen. I don't know, XP pausieren, Bossen gehen ist auch nie verkehrt. Aber ihr werdet es im nächsten Clip sehen. What the fuck, Boys? Ich bin gerade so highly intensified verwirrt. Ich habe einen Giftzahn bekommen. Schon wieder, Jungs. Es ist schon wieder passiert. Aber diesmal mit dem Zusatz, ich bin nicht mal mit Mage hier. Ich bin mit fucking Range hier. Das heißt, das Ding ist nicht nur rare, sondern die Wahrscheinlichkeit, auch noch genau den Zahn zu bekommen, ist viel, viel kleiner. Weil hier hätte in der Logik eigentlich ein Auge drin sein müssen. Weil du hast ja, also du hast ja immer die Chance, eben auch einen Zahn zu bekommen. Aber die größte Chance ist immer der Combat-Style, womit sie dich angreift. Und da ich mit Range dort bin, greift sie mich mit Range an, mit Mage an. Das heißt, für mich wäre die größte Chance, dass ich, ja, da ein Auge drin habe. Aber jetzt war es halt ein Zähnchen. I like it.
Wir sind noch mit einem Todesast, den mache ich noch fertig. Und ich weiß nicht, ob ich den jetzt direkt wieder verkaufen soll oder ob ich jetzt das Legpiece fertig machen soll und dann eine komplette Sense verkaufen soll. Mit dem kompletten Gewinn, you know? Weil ich habe gerade auch keine 100 Mil Cash, actually. Ja doch, ich glaube, ich könnte es auftreiben. Das wäre nicht das Problem. Aber trotzdem. I don't know. Ich bin glücklich. Das ist fucking lucky. So, und damit ist der Todestask abgeschlossen. Das Luckigste wäre jetzt natürlich, wenn wir noch ein Legpiece bekommen. Ich glaube aber nicht. Wir drücken drauf. Und wir haben keins. Schade. Es wäre zu lucky gewesen, glaube ich. Wir haben ja den Zahn jetzt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn jetzt machen soll. Warte, wir gucken mal ganz kurz, wie die Giftsense im Preis schwankt, actually. Das heißt, wir gehen hier ganz kurz in die große Markthalle und geben die Giftsense ein. Und dann gucken wir hier. Aber ich glaube, die ist relativ... die ist sogar am Steigen. Das heißt, wir haben keinen Stress. Ja. Weil der Inquisitorenstab, ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben, ja. Der hier, den ich mir gerne kaufen würde, der ist ja auch eher am Sinken. Na, das heißt, wir haben absolut keinen Stress. Wir chillen, behalten das Ding und machen das dann zusammen. Und ja, sobald ich dann das letzte Legpiece habe, haben wir die Giftsense plus das ganze Loot-Tab, das wir verkaufen können. Und da hat sich mittlerweile auch schon wieder einiges angesammelt. Oh, it feels so good. Ich mache das so gerne. So Loot-Tabs sparen und dann alles auf einmal verkaufen. Und dann hast du so ein huge Cash-Stack. Cash-Stack. Ich liebe es. Oh, Mini-Quests sind ja mal so schwierig zu machen. Ja. Na? Müsste fertig sein, oder? Ja, ist fertig. Gibt aber auch wieder 30.000 EP in Diebstahl, Mann. Das ist so übertrieben, wie viel der da eigentlich gibt. Dafür, dass das so einfach zu machen ist. Aber ja, schön und gut. Dann haben wir noch Schatzjägerschlüssel. Na, kriegen wir auch immer hinterher geworfen. Jetzt müssen wir gucken, ich glaube, da lohnt sich das Vielfaltspaket noch. Oh, dann gehen wir in so hier großen Dingensplitter und dann nochmal ein Vielfaltspaket. Okay, wir sind gerade lucky, I guess. Können wir auch gleich mal öffnen. Kampfattrappen brauche ich nicht, aber sonst ganz okay. Und die Bonus-XP stecken wir in, ich glaube, Handwerk. So, wir öffnen mal wieder ein paar Clue Scrolls. Und zwar habe ich in letzter Zeit immer jeden Tag eine Hard, eine Easy und eine Elite Clue erledigt. Und ja, ich habe jetzt gerade aus Versehen eine Hard Clue geöffnet. Und deswegen habe ich mich spontan dazu entschieden, dass ich jetzt alle aufmachen werde. Und wir fangen an mit den Easy Clues. Die erste Easy Clue, die ist schon mal super. 1k, wow. Die zweite Easy Clue, die ist auch nicht wirklich besser. Aber wir können die rerollen. Ja, into 1 million, weil das ist der Clou bei Easy Clues, lol. Die sind nämlich super einfach zu machen und haben immer die Möglichkeit, Lucky Components zu geben, womit man dann, ja, eine Million machen kann. In dem Fall keine Million. Hier haben wir wieder ein Lucky Component, wie ihr sehen könnt. Na, hier sind es 70k, können wir auch wieder rerollen, into 17k, auch nicht so gut. Dann haben wir hier wieder eine Million mit einem Lucky Component. Hier sind es 30k, leider. 6k, aber auch die können wir wieder rerollen und kriegen 17k, immerhin. So, dann haben wir hier wieder ein Lucky Component und zu guter Letzt kriegen wir auch noch ein Lucky Component. Das ist genau das, ne? Man kriegt immer wieder Lucky Components. Das heißt, es waren jetzt 1, 2, 4 Lucky Components und 10 Easy Clues und diese Easy Clues, die sind so einfach zu machen, ne? Die brauchen fast keine Zeit und dafür geben sie dann echt relativ gut Geld, sage ich jetzt einfach mal. Das heißt, ja, Easy Clues lohnen sich meiner Meinung nach immer, die einfach kurz zu machen, na, einfach durchziehen, sage ich mal, und sie erledigen. Und wenn man sie dann erledigt hat, na, dann ja, kann man hier ein bisschen Cash machen. Aber wir machen gleich weiter, und zwar weiter mit den Hard Clues. Da haben wir 8 Stück und bei der ersten kriegen wir einen vergoldeten Schild. Der ist zwar nice, aber der ist halt kein Lucky Component. Schade. So, dann kriegen wir 100k, können wir rerollen into Lucky Component, bitte. Ja, haben wir hier Cloak, ist pretty fine. Und was haben wir hier? Third Summons. Keine Ahnung, was das ist, aber okay. Und dann die nächste hat 5 Millionen von so einem Puzzle-Skipping-Ticket. Das ist immer cool. So, dann haben wir hier 90k. Dann 100k, können wir aber auch wieder rerollen und kriegen ein Lucky Component. Nee,
nicht ein Lucky Component, aber ein Puzzle-Skip-Ticket. Und dann haben wir hier wieder ein Lucky Component. Na, dann hier nochmal 100k. Und hier haben wir nochmal ein Lucky Component. Sehr, sehr gut. Das freut mich. Wir machen gleich weiter mit Elite. Na, da haben wir hier auch wieder Lucky Component und eine Master Clue. 200k können wir rerollen. 300k ist okay. Danach 900k wegen den Towerscaping Tickets, I guess. Und dann haben wir nochmal eine. Es gibt 1,3 Mill. Und dann 140k können wir aber wieder rerollen. Ja, haben wieder eine Master Clue und wieder Skipping Tickets. Skipping Tickets haben echt guten Wert. Ah, dann hier 300k, leider. Hier nur 200k, aber ein Ornament Kit. Aber es ist halt scheiße. Deswegen rerollen wir es einfach. Weil, keine Ahnung, okay, das ist auch nicht gut. Haben wir hier wieder ein Lucky Component. Und hier haben wir nochmal ein Lucky Component und wieder eine Elite, eine Master Clue. Und zu guter Letzt kriegen wir 100k, rerollen wir into Ice Die Kappa. So, nee, das sind auch nur 200k. Aber ist fein. Also das heißt, wir haben jetzt ordentlich Clues geöffnet, ne? Dafür, dass ich einfach täglich kurz eine gemacht habe. Haben einige Lucky Components bekommen, die einiges an Wert hatten. Vor allem hier die 5 U-Bows und dann eben die Puzzle-Skipping-Tickets. Also es ist eigentlich insane, was das Zeug hier wert hat. Ich muss das einfach nur kurz sortieren, damit das alles im Loot-Tab drin ist letztendlich. Sonst ist das ein bisschen annoying. Und mich nimmt gerade Wunder, wie viel Geld haben wir jetzt nur an Lucky Components gemacht? Das frage ich mich jetzt gerade. Und das probieren wir kurz rauszufinden, glaube ich. Indem wir einfach nur mal kurz die Lucky Components gleich rausnehmen. So, jetzt machen wir das alles hier rein. So, und dann gucken wir mal kurz. Wo fängt denn das ganze Flugzeug an? Okay, hier, das ist ein Lucky Component. Das ist auch einer, das auch. Das ist keiner, das ist ein Earth Battle Staff. Das ist ein Lucky Component, die sowieso. Die Tickets nehme ich da mal mit, auch wenn sie kein Lucky Component sind. Aber weil die auch was wert hatten. So. Das war ein Lucky Component. Hatte das hier was wert? Ich weiß es nicht. Mystic erst auf Mahagoni Planks. Hab ich da wirklich so viele bekommen? Ne? Das nehmen wir auch mal mit. Die Mahagoni Planks ist aber auch noch, weil die haben auch ein bisschen was wert. Wir nehmen aber das wertvolle Zeug, sag ich mal. Um so ein bisschen noch zu sehen, was das ungefähr brachte. So, ich glaube, das ist es im Großen und Ganzen. Und wenn wir das Price checken, dann waren das 24 Mil. Wow, das ist eigentlich keiner insane so. Also, es ist halt durchschnittlich, würde ich sagen, pro Clue Scroll kriegst du halt so ungefähr 1 Million. Und ja, ich werde auf jeden Fall weitermachen. Täglich eine Clue Scroll von diesen drei Sorten. Und das nächste Mal, glaube ich, öffnen wir den ganzen Schmarrn am 1., wenn die Auster auch wieder ready ist. Dann sollten wir von allem 20 haben. Ungefähr. Und dann noch die Auster. Und vielleicht holen wir dort was. Ich möchte nämlich generell mehr Clue Scrolls machen, weil ich glaube, das ist so ein passiver Ding. Wenn du eine am Tag machst, dann ist das nicht so ein Krampf. Und du kannst halt insane reich werden. Ne? Nicht durch Lucky Components, die sind nice, na, aber insane reich wirst du dann, wenn du halt, ja, deine rausziehst, dann könnte das schon den ein oder anderen Traum erfüllen. So, das war's dann auch schon wieder mit der dieswöchentlichen Episode meines RuneScape Progress. Wie bereits am Anfang erwähnt, hoffe ich natürlich, dass dir das Ganze gefallen hat. Wenn das so ist, lass doch eine kleine Bewertung, einen Kommentar da und wenn du neu bist, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann auch nächste Woche wieder. Haut rein, eine gute Woche, bis dahin und tschüss.